du mich, Jack? Du hast meine Freunde getötet. Du hast meine Modellreihe vernichtet. Ich bin der letzte existierende Claptrap und ich steck deinen Kadaver meiner Eier ins Maul. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Borderlands 2. Der macht komische Geräusche. In der letzten Folge sind wir hier angelangt bei... wo immer das ist. Und wir müssen uns jetzt zum Eingang der Pipeline begeben. Weil wir da rein wollen, um dann... schlussendlich zu Jack zu gelangen und ihn umzubringen. Da drüben ist der Eingang, bei dem ich gerade schön vorbeigefahren bin. Oder kann ich da mit dem Auto rein? Das wäre super. Und wird auch viel schneller gehen. Dann fahren wir hier wieder schnell zurück. Und ich kann dann nicht mit dem Wagen rein. Das ist schade. Weil ich mag den, der ist so toll, damit kann man schießen und fahren und ist schneller. Wow. Verdammt. Bist du okay? Wow. Dieser, ernsthaft. Die Leiter kaputt. Ah. Pipeline gesprungen zu sein. Ich wette, wenn du Mann. Bist, kannst du das Rohr aufsprengen. Geh auf diese Weise rein. Ja, geh zu einer der Pumpstationen. Toll. Super, nur weil die scheiß Leiter abgefallen ist, kann ich hier dann nicht durch, oder was? Ich hab den Hyperion Außenposten erreicht. Gib mir etwas Zeit, dann klaue ich ein Landungsschiff. So, da oben sollte die Pumpstation sein. Können wir ihn uns gemeinsam vornehmen? Wie kommen wir denn da jetzt rauf? Du hast es geschafft. Jetzt dreh die Ventile auf, um den Druck zu erhöhen. So, so, Okay. Und wie soll ich da raufkommen? So, kurze Frage. Ah, oh Mann, da drüben ist... ah, oh, immer diese Rumlauferei. Das ist so nervig. Mag das nicht. So. Stirb! Scheiß Shieldbot. Gott, wie ist mir diese Bots da auf die Nerven gehen? Mir geht gerade alles auf die Nerven. Das Rumlaufen. Bots. Hawks. Was immer du bist. Auch du gehst mir auf den... Jetzt fliegt da oben nicht so blöd rum. So. Ja, wer schießt da? Okay. Benutzung. Alter. Ja, wenn ich mit dem fertig bin, bleibt euch nicht mehr viel zum Reparieren. Hört ihr wohl auf, diese Dinger auch noch zu reparieren? Spinnt ihr komplett? Verpisst euch. Immerhin repariert ihr euch nicht gegenseitig. So. Aha. Gut. Jetzt nimm dir die zwei anderen Pumpstationen. Es gibt noch mehr. Erhöhe den Druck, bis die Leitung beinahe platzt. Dann kannst du sie aufsprengen. In die Stockade eindringen und rausfinden, wo der Krieger bei. Warum kann ich sie nicht so aufsprengen? Das geht doch sicher auch irgendwie. Guter Versuch. Er ist immer noch tot. Hab mir beim Gehen sein Echo-Gerät geschnappt. Ich wollte dir nur sagen, deine Freundin Lilith lädt den Kammerschlüssel auf wie eine Eins. Der Krieger wird sehr bald wach sein. Ja, natürlich jetzt ist auch wie eine Eins. Ich meine, ist Lilith. Ist ja unsere Freundin, die kann das. Oh. Oh Mann, da geht's runter. Oh.
So, so. Wenn ich noch knapp 1000 von den Dingern aufmache, ist das auch wieder ein neuer Rang. So, wo ist denn hier dieses Ventil? Ventil, Ventil, Ventil. Einfach immer den Gegnergeräuschen nach. Oh, hallo. Hallo. Fliegen hier auch so nervige Bots rum? Ich hoffe mal nicht. So. Da ist noch einer. Wunderbar. Yay, noch 60 Feinde mit diesem Gewehr umbringen. Da. Ach, das ist so ein Mistding. War das alles hier oder ist da noch eins irgendwo? Ja, da ist noch eins. Und zwar bin ich schon dran vorbeigelaufen. Super. Klingt, als würden die Leitungen bald platzen. Okay. Nimm dir noch die letzte Pumpstation vor, dann könnt ihr die Pipeline aufsprengen. Geh weg. Du auch. Du musst dich gar nicht selbst in die Luft springen, das mache ich schon für dich. Ach, da. Okay, dann wieder hoch. Aha. Oh, hier drin wäre auch ein Knopf gewesen. Super. Dritte Pumpstation. Wo bist du? Oh Mann, warum? Ich wollte da gar nicht rauf. So. Okay, Station Nummer 3, irgendwo da hinten. Dann begeben wir uns hier mal vorsichtig rüber. Okay, geschafft. Geschafft, geschafft. Dann da lang, da... Und da ist es schon. Super. Wow. Ich hab toll eingepackt. Ja, dann such deine erhöhte Position. Im Tod! Aha. Ich sehe dich trotzdem. Deine Unsichtbarkeit ist nicht so super, wie du denkst. Das ist bei Filmen auch immer so komisch, weil die haben dann auch eben so eine Unsichtbarkeit. Natürlich, dass man es als Zuschauer vom Film sieht, wo die sind, aber die müssen ja trotzdem irgendwie in den Filmen auch sehen, wo die sind. So wie eben das hier bei Borderlands der Fall ist, weil die sind ja nicht komplett unsichtbar. Das geht ja nicht. Es ist mehr so, die Umgebung um einen herum wird einfach auf so Bildschirmen abgespielt und es sieht halt so aus, als wäre man unsichtbar, wenn man das sieht, was dahinter ist. Weil bei wirkliche Unsichtbarkeit würde man selbst ja auch nichts mehr sehen, weil ja kein Licht mehr ins Auge fällt, sondern alles nur durch. In dem Fall sieht man ja nichts, weil um was zu sehen muss Licht auf die Netzhaut kommen. Bist du da? Gut. Ramme jetzt die Pipeline mit deinem Fahrzeug. Und wie? Hoffentlich. Genau darauf habe ich gewartet, auf dieses hoffentlich. Wow! Ich hab's geschafft. Nicht gedacht, dass das jetzt funktionieren würde. Alles klar, dann machen wir das. Hier rauf. Und da rein. Ach da. Oh Mann.
Sieht mir nach einem längeren Weg aus. Heieiei. Oh, ist nicht mal so lang. Ich sehe schon, wo unser Ziel ist. Transmix Regulator Station. Oh nein. Wow. Fuck, war das knapp. Oh. War das so gedacht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, und hier dann rauf. Wenigstens hält die Leiter. Okay. Was wolltest du jetzt? Was war deine Mission? Oh Mann, jetzt fliegen hier schon wieder so Mysterium. Mann, verpisst euch. Okay, Gott sei Dank, hab ich den noch erwischt. Dieser Planet gehört jetzt uns. Nö. What the fuck war das? Was zur Hölle war denn das jetzt bitte? Hallo? Wow, fucking hell, war das knapp. Junge, was war denn das? Da bringt diesen Mistteil um und auf einmal bin ich selbst tot. Alles klar. Die Viecher mag ich nicht. Scheiß Roboter. Sind mir Menschen viel lieber. Die platzen einfach und dann ist aus. Das ist viel einfacher. Arid Nexus Badlands. In die Stockade müssen wir. Jedes einzelne Bild des Hyperion Datennetzwerks wird hier archiviert. Infos über Minen, Aufzeichnungen von Security-Kameras, alles. Schreit einfach Killstreak. Los, rein. Gute Nachricht. Ja, ja, greift euch an. Stirbt ja sowieso nur selber. Hyperion hatte keine Chance gegen meinen Subtilen. Ich hau dir in die Fresse, bis du stirbst, Kampfstil. Wenn die Zeit gekommen ist, kämpfen wir uns gemeinsam. Ich hau dir in die Fresse, bis du stirbst. Ah, wie kommen wir da jetzt hoch? Das wird wohl kaum aufmachen, oder? Nee. Muss ich da unten irgendwo hin? Okay, es sind Gegner, also sieht es mir nach dem richtigen Weg aus. Okay, ja, das ist der richtige Weg. Definitiv. So, und bam. Ja, ja. Hallo? Was werde... Ah, keine Menschen verletzen. Genau. Cool, dass das auch dabei ist. Weil gibt's ja auch das erste Gesetz für Roboter wäre ja keine Menschen zu verletzen. Die deaktivieren es halt und schießen auf mich. What the fuck? Was war denn das? Fick dich. Kommt ihr runter? Wow! Hallo. Gut. Schön. Schönes Gespräch. Freut mich, dich kennengelernt zu haben, Saturn. Ich habe das Gefühl, ich hätte darauf müssen. Ja. Ja, ja. Okay, den hätten wir ja unten schon erledigt. Hey, Kisten. Uiuiui. Schön. Schönes Zeug. Ich weiß, dass du mich für ein Monster hältst. Du glaubst, ich hätte Angel versklavt. Ja. Aber du hast nicht gesehen, was...
was sie ihrer Mutter angetan hat. Ich musste Angels Macht einschränken. Verstehst du? Ich musste. Mhm. Und ich bin schön mir für sicher, dich. Er musste sie auch wegen des Profits und ihrer Kraft ausbeuten. Hör nicht auf ihn, Kammerjäger. Er hat Angel getötet, lange bevor du den Stecker gezogen hast. Ja. Ich bin derselben Meinung. Wow, der hat mich fast umgebracht. Holy shit. Und durch das ganze Iridium in ihrem Körper kann ich sie andauernd abstechen. Immer und immer wieder. Und die Wunden heilen sofort wieder zu. Soll aber höllisch wehtun. Oh, sie scheint sauer zu sein. Bastard. Wir kommen, Len. Das ist ein wirkliches Arschloch. Aber zuerst, ja, oh, ich musste. Hatte keine Wahl. Da, seht ihr, Menschen, platzen einfach. Platz, boom. Gemacht, Amigo. Jetzt, wo du drin bist, da ist sicher ein Infoterminal in der Nähe. Finde es. Haben wir hier irgendwas? Da hinten ist eine Kiste. Sehr schön. Hier auch. Infoterminal, Infoterminal. Nicht auf dieser Ebene. Aber dann vermutlich hier. Ja, sieht mir sehr nach Infoterminal aus. Bleib weg von mir. Wenigstens werden die Dinger nicht besonders nervig, solange sie da ihr komisches Schild machen. Da haben wir es. Dann lade. Da. Jack hat alles Iridium, das er abgebaut hat, zum Heroes Pass geschickt. Dort muss der Krieger begraben sein. Geh zurück nach Sanctuary. Es wird Zeit, sich auf den letzten Angriff vorzubereiten. Genau. Was ist denn hier? Wow, hallo. Könntest du aufhören? Danke. Okay. Dann, wo muss ich jetzt hin? Oh. Ich habe keinen Platz mehr für Artefakte. Nach Sanctuary. So. Mordecai, wir haben hier so viele Nebenmissionen in Sanctuary, das ist krass. Wenigstens sind wir nicht in was war da? Keine Ahnung mehr. Weiß ich nicht. Hallo. Jetzt ist Schluss. Oh, sogar noch besser aus. Sekunde. Wo ist es denn? Da. Super. Jack, Lilith und der Krieger sind am Heroes Pass. Und dahin gehen wir jetzt. Okay. Das ist der letzte Kampf, Amigo. Wenn du dich vorbereiten musst, dann jetzt. Sieh dich in der Stadt um. Diese Leute haben nicht viel. Ich denke, ich bin so ziemlich bereit. Rede mit Tennis-Set, Scooter, Claptrap. Geh zurück zu Claptrap. Du brauchst ihn, um den Weg für dich freizumachen. Wo ist denn Tennis? Ich treffe dich, sobald du drin bist. Oh, hier unten. Sieg oder Niederlage. Wir beenden das gemeinsam. Für Bloodwing. Für Roland. Für Pandora. Dann rede ich zuerst mit ihr hier. Ui. Oh. Sekunde. Für dich werf ich sogar was weg. Danke. Beachte die anderen drei Dinge, die ich bei dir habe. Die sind so geil. Immer. Ich habe Super AIDS. Schluck's runter. Wie wäre es mit
Worte sind nicht unbedingt mein Spezialgebiet. Dennoch möchte ich dich wissen lassen, dass ich dich unterstütze. Okay. Jack hat mich aus meinem Haus in Firestone geworfen. Und es wird Zeit, dass er bekommt, was er verdient. Auf jeden Fall. Dachte, du könntest es gebrauchen. Oh. Meinst du es besser? Viel besser. Aber danke. Wenn dieser Kammerjäger vorbeikommt, sag ihm alles Liebe von mir. Oh, hey Mann. Yo, was geht? Harry und ich haben gerade über dich geredet. Jetzt sieh zu, dass du lebend zurückkommst, ja? Und wenn's geht, dann bring bitte Jacks Kopf auf einem Spieß mit. Okay? Was Guter sagte, ich will den Schädel dieses Wichsers aushöhlen und Nachos daraus essen. Schön gesagt. Schon gesagt. Hätte ich fast vergessen. Ellie und ich haben was für dich. Hoffe, es hilft. Danke. Danke, danke. Muss ich allen Leuten hier reden? Das ist bescheuert. Achso. Sagt ausgerechnet der Wichser, der das Geld wahrscheinlich geklaut hat. Hey Jim, du bist aber ziemlich schnell. Ey, mit wie vielen Leuten muss ich denn hier reden? Oder sollte? Nun, mein alter Freund. Ich wünsche dir das Beste. Danke. Mögest du von deiner Reise mit Blut an den Händen und einem Lächeln auf dem Gesicht zurückkehren. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Fast vergessen. Bitte sehr. Dachte, das kannst du vielleicht gebrauchen. Die Worte des Ganzjägers passen momentan gut. Ich habe langsam genug von diesem handsome Jackass. Erledige ihn, dann wirst du nie wieder für einen Drink bezahlen. Alles klar. Das gefällt mir doch. Nie wieder für einen Drink bezahlen. Danke für das Geld, Sugar. Schätze, es ist Zeit, deine Großzügigkeit zu belohnen. Hier, das ist nicht meine Lieblingswaffe, aber sie könnte dir nützlich sein. Okay, ich hab dir, glaube ich, gerade 20.000 Trinkgeld gegeben. Und die Waffe, die ich bekommen habe, ist nicht wirklich viel wert. Jacks Monopol auf Waffen kickt mich fast aus dem Geschäft. Aber das ist nicht der Grund, warum ich seinen Tod will. Ach ja, warum denn? Ich will ihn tot sehen, weil er ein gieriger, mordender Bastard ist, der schreiend sterben muss. Viel Glück! Danke. Was geht hier ab? Hier ist Tiny. Ich hab dir ein Gedicht geschrieben und das geht etwa so. Also, töte Jack. Das war ein Gedicht von Tiny Tina. Oh. Also irgendwie war das schon fast süß. So. Okay. Und jetzt zu Claptrap. Zeit, die Sache zu beenden, Untertan. Wir treffen uns in Iridium Blight. Yeah. Hast du dir verdient? So gefällt mir das. Dann Iridium Blind. Wie kommt der eigentlich immer dahin? Ich meine, er ist ja ein Roboter. Also wird er nie müde oder so, aber trotzdem. Er ist nicht besonders schnell und auch nicht wirklich groß. Keine Ahnung, wie der das macht. Es verwendet auch die Schnellreisestationen. Wie funktionieren diese Schnellreisestationen eigentlich? Spürst du das? Dieses Knistern in der Luft, wenn man jemand unbedingt umbringen will. Ja. Nein, ich bring nicht noch eine verdammte. Ah, leck mich doch. Bleib halt stehen. So. Vielleicht schaffen wir es nicht, Slap. Aber ich möchte, dass du weißt, dass ich eine Menge Spaß hatte. Ja, ja. Ich auch. Oh Mann. Jetzt kann ich wieder laufen. Danke, Claptrap, dass du dir genau diesen Ort aussuchen musstest. Lauf schneller, Gunsucker. Oh, hier ist wieder eine Station. Jetzt geht's, Untertan. Ja. Der Tag unserer Rache ist gekommen. Reißen wir diesem Planeten den Arsch auf. Ja. Der ist so geil. Hyperion wird es bereuen, jemals einen Fuß auf Pandora
Tür öffnen, damit ich diesen Bastard Handsome Jack selbst erledigen kann. Alles klar. Du, mich, Jack? Du hast meine Freunde getötet. Du hast meine Modellreihe vernichtet. Ich bin der letzte existierende Claptrap und er steckt deinen Kadaver meiner Eier ins Maul. Wow. Wow. Holy shit. Wo ist denn diese Türsteuerung? Gut gemacht, Untertan. Ich hab mich bei der Steuerung enttarnt. Lass mich diese Tür öffnen. Eine Tür? Glaubst du, eine Tür hält mich auf, Jack? Ich bin dafür geschaffen, Türen zu öffnen. Ach, da! Okay. Und öffne die! Zugriff verweigert. Danke! Ich sagte, und öffne dich und nicht und schließ ein paar andere Türen. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Nein, nicht noch mehr Einheiten absetzen. Es tut mir leid, hübsche weibliche Stimme. Okay, Claptrap, das hast du toll gemacht. Ganz toll, Claptrap. Ja, ja. Mach mal bitte ein bisschen schneller. Ja, ich hab's geschafft. Ich fahre die Verteidigung runter. Und zwar jetzt. Aktiviere zusätzliche Türverteidigung. Ah, shit. Grandios. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Ganz, ganz toll, Claptrap. Und ich kann diese scheiß Dinge auch nicht ausschalten, weil die Schilder haben. Oh Mann, Claptrap, hör auf! Nice. Nice, nice. Machst du dann die Türen bitte auch noch auf? Wow, er hat's geschafft. Super. Zusätzliche Einheiten werden eingesetzt. Oh Mann. So, und was ist denn jetzt passiert? Warum? Warum bin ich? Ich glaube, ich habe versehentlich auf die Respawn-Taste gedrückt. Betrachten Sie Ihren Tod nicht als Versagen, sondern als Spaß. Und betrachten Sie den Jungen. Ah, Mann. Ich bin ein Idiot. Verdammt nochmal. Claptrap. Türen auf oder zu? Hast du dir entschieden? So. Verstärkung erschöpft. Oh, danke, Mann. Danke. Hoho. Claptrap. Funktioniert's jetzt? Ihr könnt uns mit einer Tür aufhalten? Ha! Ich wurde erschaffen, um Türen zu öffnen. Jetzt kann uns niemand mehr aufhalten, Untertan. Gemeinsam werden wir Pandora befreien. Ich werde dich in die Schlacht führen. Ich werde Handsome Jack mit bloßen Händen töten. Ich werde... Stufen? Oh Gott. Einfach Stufen und aus.
Oh Gott. Und dann einfach voll geklaptrap. Mach halt weiter. Der Schlüssel ist bald aufgeladen. Das Ende der Welt naht. Okay. Bezweifle ich zwar, aber gut, wenn du das sagst. Dann vertraue ich dir mal, weil du hast bisher ja noch nie Lügen erzählt. Okay. Oh, das. Oh, no, doch nicht. Warte, ich schaff das aus dem Weg. Wow, alles klar. So kann man es auch machen, ja? So kann man es auch machen. Kommen ihn da jetzt durch. Mist, wir kommen nicht durch. Versuch's doch mal. Halt euch, ich bin dran. Was macht er jetzt? Mordecai? Mordecai ist in Position und meine Fäuste sind hungrig. Okay, ich wüsste jetzt nicht, was er gemacht hat, aber okay. Nehme ich mal so hin. Okay, sehr schön. Oh, das war... Rick. Der hängt da an der Wand fest. Ist okay. Kann man machen. Macht jeder mal. Es gibt so Tage, wo man einfach nur in der Wand hängen will. Ah, jetzt stirb! Dann lass halt nach. So. Ja, definitiv Druck machen. Das ist das A und O. Zeit in Reichweite. Automatikgeschütze werden scharf gemacht. So. Ja, hab ich. Achtung, hinter dir. Da ist ein Typ, er meint, man könnte ihn nicht sehen. Haha, erwischt. Kannst du mal das Schild der Geschütze ausschalten, irgendwie? Schieß auf die Tür, Modi! Ich muss außen rum, um schießen zu können. Halt durch! Die Geschütze werden momentan ein bisschen wichtiger. Meiner Meinung nach. Also, weiß ja nicht, wie du das siehst. Nee. Versuch kann ich erst hier rumzulaufen. Alles klar? Gut. Ach da. Ja, wie viele denn noch? So. Da ist noch einer. So, kann ich da jetzt dann durch? Irgendwie, oder? Hier drüben, Slam! Ich bin hier oben! Boom, Baby! Der Weg ist nice! Und wie soll ich darauf? Schon mal drüber nachgedacht? Super! Sie waren nicht weg! Lass mich zurück!
Warum stirbt denn der nicht? Ach, jetzt stirbt er. Wow, was ist denn jetzt passiert? Landungsschiff wird als Ziel erfasst. Beginne mit lunarem Bombardement. Kacke, sie haben uns im Visier. Geh endlich, Strap! Ja, ich würde ja gehen, aber ich bin gerade irgendwie ein bisschen beschäftigt. Stehst du? Das ist so eine Gegner- und Schießensituation. Ganz blöd. Wow. Nette Explosion. Und so und stirb. Stirb schon. Ach da. Okay. Hätten wir das auch erledigt. Ist mir ein bisschen suspekt, wenn hier keine Gegner sind. Da ist zu, oder? Ja, da ist zu. Darf ich nicht durch. Munition habe ich. Triff doch! Dann halt nicht. Machen wir es halt eben auf die klassische Methode. Okay, ja. Super. So, so, so. Wo willst du denn hin? Hä? Sag's mir das. Schildkapazität minus 400%. Nee, sicher nicht. Ich brauche meine Schilde. Meine Schilde sind wichtig. Ohne Schilde bin ich ungeschützt. So. Dann wäre das hier so ziemlich fertig, oder? Da sind noch ein paar, aber da kommen bestimmt noch mehr gleich, wenn ich hier bin. Oder auch nicht. Junge, die Teile sind gefährlich. Ein Constructor noch. Dann habe ich auch hier Badass Rang erhöht. Rang. Ah, was gibt's da noch? Geld nehme ich immer gern. Nee. Nee, nee. Vault of the Warrior. Cooler Name. Finde Jack Neumer. Wo versteckt sich dieser Bastard? Du bist eine solche Bandit. Du und deinesgleichen haben Pandora mit ihrer Gier und ihrem Hass verdorben. Jetzt liegt es an mir, diese Welt vor deinesgleichen zu retten. Ah, alles klar. Ja, wahrscheinlich. Das zu tun. Wow. Das sieht wirklich episch aus. Nice. Sind das hier Iridiumminen? Ohohoho. Jo, das sieht echt geil aus. Hohoho. Nice. Nice, 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 nice. Oh. Oh, da kann ich nichts öffnen. Alles klar. Was ist das hier denn? Reisepunkt. So.
Hard Hat required. Okay. Ich hab auf jeden Fall. Sobald Lilith den Schlüssel aufgeladen hat, kontrolliere ich den Krieger und rotte euch Banditen auf diesem Planeten auf. Wo geht's dahin? Wenn du zur Hölle fährst, ah, wieder nach Iridium Blight. Oh lala. Munition. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Okay. Weh, du bringst Lilith jetzt auch noch um. Ah, das sieht irgendwie nicht gut aus. Jack. Du kommst genau rechtzeitig. Der Schlüssel ist fast bereit. Aber bevor ich diesen Planeten für immer säubere, räche ich meine Tochter. Oh Mann, 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 Mann. Zur Hölle mit dir! Ihr seid ich! Das ist mein! Zur Hölle mit dir! Zur Hölle mit dir! Oh wow. Wow, what the fuck? Sollen, als ich es dir sagte! Okay. Was? Die Waffen sind vielleicht wirklich ein bisschen zu stark. Nein! Der Schlüssel ist aufgeladen! Ich werde noch nicht sterben. Du kommst zu spät, Bandit! Der Sieg ist mein! Die größte Alienmacht, die Pandora je gesehen hat. Oh, shit. Fuck. Fuck. Ah, Alter, was ist denn das? Irgendwie glaube ich, der bringt Jack um. Bringt. Nicht bringt. Shit, oh shit, oh shit. Sekunde, warte, warte, warte. Oh. Den nehmen wir mal mit. Einfach weil ich es cool finde. Oh fuck. Ah! Nein. Hörst du wohl auf? Wo bist du? Krieger! Holy shit. Wow, der droppt ordentlich. Warte. Warte noch ab. Gibt hier sonst noch irgendwo Iridium noch? Da. Wirklich verdammt viele Waffen. Aber leider nichts allzu Gutes. Oh, nice, noch mehr. Nice. Hallo? Was passiert hier? Holy shit! Nein! So darf ich nicht sterben! Nicht so knapp vor dem Ziel! Nicht durch die Hand eines dreckigen Banditen! Ich hätte den Planeten retten können! Ich
hätte Recht und Ordnung wiederherstellen können. Ja, ja. Sollte nicht durch einen Kindsmörder und Psychopathen sterben. Naja, seinesgleichen. Ein Wahnsinniger! Du bist ein Bandit und ich bin der verfluchte Held! Liegt hier noch irgendwas Seltenes? Der Krieger war praktisch ein Gott! Wie um alles in der Welt hast du meinen Krieger getötet? Keine Ahnung, gute Waffen. Den Frieden bringen können. Keine Gefährdung. Warte eine Sekunde. Da. Kreaturen mehr, keine Banditen mehr. Ja. Es ist vorbei. Endlich. Gut gemacht, Kammerjäger. Du bist ein Badass. Jetzt müssen wir nur noch den Schlüssel loswerden. Nö. Nicht unbedingt, oder? Lilith? Warte, überlass das mir. Du willst das Ding jetzt nicht berühren, glaub mir. Langsam, Mann. Ich wäre fast draufgegangen vorher. Hey, Lilith! Wo zum Henker wart ihr vor 5 Minuten? Ohne den Kammerjäger wären wir jetzt alle tot. Ja, ohne mich wärt ihr alle tot. Ja, ja, ja. Ich hoffe bloß, ich muss diesen Schlüssel nie mehr wiedersehen. Hat Spaß gemacht, du Alien. Super. Was zum... Du weißt, was das heißt. Ja. Wir kommen nie zur Ruhe. Was? Holy shit, Mann! Ja! Nice! Okay. Dann lasse ich das jetzt weiterlaufen. Wenn danach nichts mehr kommt, ist das hier das Ende. Falls danach noch was kommen sollte, sehen wir uns danach wieder. Und sonst, es hat mir Spaß gemacht mit Borderlands 2, ich hoffe euch auch. Für neue, andere Videos könnt ihr gerne abonnieren, um keine mehr davon zu verpassen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, Mittag oder Nacht. Und bis zum nächsten Video. Ciao!
Thank you.